Hallo, liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen zum Operntalk. Heute wieder aus der Oper in Leipzig hier am Augustusplatz. Und wir sind zu Gast bei Dr. Christian Geltinger, dem Chefdramaturgen hier an der Oper Leipzig. Guten Tag, Herr Geltinger. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Was macht eigentlich ein Dramaturg? Die Dramaturgie ist sowas wie das Grundsatzreferat der Oper, könnte man sagen. Wir beraten den Intendanten in allen inhaltlichen Fragen, das heißt in der Auswahl der Stücke, in der inhaltlichen Ausrichtung des Hauses, aber auch in der Auswahl der Regisseure. Nicht jeder Regisseur ist für jedes Stück geeignet, nicht jeder Regisseur passt in jede Stadt. Und da beraten wir den Intendanten, wir begleiten dann die Produktionen bis zur Premiere und sind dann natürlich diejenigen, die inhaltlich da am nächsten stehen und dann sehr viel für die Vermittlung des Stückes nach außen tun, durch Einführungsveranstaltungen, wir schreiben das Programmheft, wir machen Publikumsveranstaltungen, schreiben Texte für die Presseabteilung oder das Marketing. Ein Teil Ihrer Arbeit ist ja die Education, das sind speziell Stücke für Kinder und Jugendliche. Nun fragen sich ja viele, ab welchem Alter kann ich denn mit meinem Kind in die Oper bzw. ins Ballett gehen? Das fängt schon im Kleinkindalter an. Wir bieten neuerdings Babykonzerte an, die sehr gut besucht sind, Alter von 0 bis 2 Jahren. Die dirigiert unser Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer persönlich. Das ist ihm ein sehr großes Anliegen. Und das Ganze setzt sich dann im Grunde quer durch alle Altersgruppen fort, bis hin zu den Senioren, die im Seniorenclub auch sich mit Themen der Oper beschäftigen und dann selbst auch auf die Bühne bringen. Die Weihnachtszeit steht ja vor der Tür. Welche speziellen Angebote haben Sie denn für Kinder und Familien im Spielplan? Na, der Klassiker ist natürlich Hänsel und Gretel in der Oper. In der musikalischen Komödie ist das Zauberer von Oz, der ist allerdings schon komplett ausverkauft. Dann gibt es noch Aschenputtel in der Muko. Im Opernhaus gibt es ein Ballett ab 4. Dezember, die Märchen der Gebrüder Grimm. Es wird ein Abend für die ganze Familie. Mario Schröder und seine Truppe bringen die berühmtesten Märchen der Gebrüder Grimm auf die Bühne zu Musik von Tschaikowski, Rimski-Korsakow, Mussorgsky, also zu richtig schöner, süffiger russischer Musik. Bekommt man richtig Lust auf die Oper, ne? Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, Herr Geltinger, und wünsche Ihnen eine schöne Spielzeit. Sie haben es schon gehört, liebe Zuschauer, die Märchen der Gebrüder Grimm, ein Stück für Kinder ab 8 Jahren. Premiere ist am 4. Dezember. Sie können aber vorher schon mal reinschauen. Am 24. November gibt es die Möglichkeit dazu, hier in der Werkstatt der Oper, und das ist natürlich kostenfrei. Die Karten für alle Vorstellungen bekommen Sie wie immer an der Oper oder im Internet. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.